Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, erfreulich ist ja, dass das Thema Jugenderwerbslosigkeit in den Reden des Regierenden und der Fraktionsvorsitzenden der Regierungskoalition vor 2 Wochen hier einen derart hohen Stellenwert hatte. Als Allheilmittel haben alle nun die Jugendberufsagentur entdeckt. Mit Hochdruck soll diese umgesetzt werden, lasen wir nach der Senatsklausur. Sehr geehrte Herren Müller, Saleh und Graf, wir nehmen Sie gern beim Wort, denn leider ist es bislang so, dass an der Jugendberufsagentur noch nichts weiter feststeht als der Name für das Türschild. Aber dass nun auch heute dieses Thema als Priorität behandelt wird, lässt mich ernsthaft hoffen, dass nun zügig eine solide Diskussionsgrundlage vorgelegt wird. Es ist nämlich schwierig mit der Hochdruckumsetzung, wenn keiner weiß, wie diese Jugendberufsagentur eigentlich aussehen soll. Bisher ist sie eine Art Phantom, unter dem sich jeder und jeder etwas anderes vorstellt. Es gibt kein Konzept, keinen Finanzierungsplan, keine Leitlinien, keine Senatsvorlage und auch keine Vorlage für das Abgeordnetenhaus. Was es wohl gibt, ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Senat und der Agentur für Arbeit, die allerdings sonst keiner kennt. Auch nicht die Bezirke, die aber das Ganze umsetzen müssen. Ich möchte mal gerne wissen, Herr Krüger, was daran überzeugend organisiert ist. Tatsächlich ist Intransparenz hier das größte Hindernis, auch für unsere Beratungen hier. Alles, was wir hier bereden, basiert auf Hörensagen mit täglich neuem Sachstand aus verschiedenen Ressorts. Das zeigt auch die heutige Antragslage. Der Dringlichkeitsantrag der Grünen fordert transparente Kriterien für die Bezirke zur Teilnahme an diesem Pilotprojekt, was insbesondere deshalb erstaunt, als dass sie sich zu unserem Antrag wegen der starken Betonung der Rolle der Bezirke im Arbeitsausschuss enthalten haben. Aber nun ja. Es wird im Übrigen auch gar keine Pilotbezirke, keine Pilotphase geben. Das Ganze soll schon im April 2015 in 4 Starterbezirken, die wohl auch schon feststehen, losgehen und ab Januar 2016 auf alle Bezirke ausgeweitet werden, hörten wir im Landesjugendhilfeausschuss, und all das ohne Konzept. Mit dem Antrag der Koalition wird nun heute eine inklusive Jugendberufsagentur gefordert. Dazu kann ich Ihnen berichten, dass die Senatsverwaltung ebenfalls im Landesjugendhilfeausschuss letzte Woche erklärt hat, Inklusion sei definitiv nicht vorgesehen, das überfordere das Projekt. Dann setzen Sie sich mal bitte recht schnell ein für Ihre Inklusion. Auch meine Fraktion hat ja zur Jugendberufsagentur den bisher weitestgehenden Antrag vorgelegt. Darin wird beschrieben, was alles Berücksichtigung bei der Konzeptionierung und Umsetzungsplanung finden muss. Auch an junge Menschen mit Behinderung hatten wir selbstverständlich gedacht. Ich werbe hier noch einmal für unseren Antrag, der ja hier noch zur Beratung ansteht. Bitte lesen Sie ihn. Er heißt, jeder und jedem eine Chance auf Ausbildung und Beruf, wenn Jugendberufsagentur, dann richtig. Fakt ist ja bisher nur, dass es noch keine Fakten gibt. Noch ist ja alles offen, auch für konstruktive Vorschläge. Das hat ja auch sein Gutes. Als nächstes muss schnell die bisherige Intransparenz ein Ende haben. Das ist die denkbar ungünstigste Strategie, um Leute zu motivieren und hat stattdessen bereits zu viel Verunsicherung geführt. Es wird ja schon seit 2 Jahren debattiert hier im Land Berlin. Zum Beispiel bei den Jugendämtern. Sollen sie wie in Hamburg nur Kita-Plätze ranorganisieren und sollen die Schulen nur als Datenlieferanten dabei sein? Will die Agentur für Arbeit kooperieren oder nur die kommunalen Akteure kostengünstig als Handlanger für eine bessere Arbeitslosenstatistik benutzen? Und, was uns besonders am Herzen liegt, wird dafür Sorge getragen, dass in den Bezirken gute gewachsene Strukturen und Kooperationen der Berufsorientierung nicht den Bach runtergehen. Das passiert nämlich schon und wird vermutlich noch schlimmer, wenn die Agentur für Arbeit hier in Berlin genauso durchregiert wie in Hamburg, ohne Rücksicht auf ausgehandelte regionale Lösungen. Das wollen wir hier nicht. Wir brauchen ein breites Bündnis und eine Kooperation auf Augenhöhe. Neben den Partnern Senat und Agentur für Arbeit brauchen wir endlich die Einbeziehung so wichtiger Akteure wie die Bezirke, die Schulen, die berufsbildenden Schulen, die freien Träger, der Berufsvorbereitung und auch der Handwerkskammer und der IHK. Letztere hat ja gerade erklärt, dass sie 15 Millionen für eigene Projekte im Bereich Übertragung von Schule in Ausbildung in die Hand nehmen will. Auch die Handwerkskammer will sich künftig mehr um schwächere Bewerber kümmern. Na klar, ihnen geht ja der Nachwuchs aus. Sie gehören verbindlich ins Boot für eine Jugendberufsagentur in Berlin. Und denken Sie auch daran, das ganze Projekt auch angemessen mit finanziellen Ressourcen auszustatten. Kostenneutral wird es nicht gehen. Das haben wir ja alle gemeinsam in einer Anhörung gelernt. Wenn Ihnen die Jugendberufsagentur so wichtig ist, dann müssen Sie investieren oder eben das Geld einfordern. Die Bundesregierung hat ja das Projekt top-down angeordnet.
und hat in zwei Antworten auf Anfragen der Linken und der Grünen zur Frage, ob sie von finanziellen Problemen der Kommunen wüsste, geantwortet, es gebe diesbezüglich keine Problemanzeigen. Also bitte, verehrte Senatorinnen, wenn Berlin nicht selbst investieren will, machen Sie doch bitte eine Problemanzeige. Es ist eine so wichtige Aufgabe, alle Jugendlichen mitzunehmen und gut im Übergang von Schule in Beruf zu begleiten. Und es ist inzwischen klar, dass die Jugendberufsagentur zukünftig als einzig alleiniges Instrument für diese Aufgabe hier in Berlin beschlossene Sache ist. Also machen Sie das bitte ordentlich. Die Jugendlichen bleiben sonst auf der Strecke. Vielen Dank.